Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar schauen wir heute in die Demo rein von Backrooms. Ich bin ja nicht so der Freund von Backrooms, aber nichtsdestotrotz schauen wir einfach mal in die Demo rein und wir starten das Game. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? In welchem Vorraum? Ach du Scheiße. Okay, kann ich hier rein? Hallo? Nein? Oh Gott. Kann ich hier rein? Auch nicht. Oh Gott, ich kann zoomen. Und warum bin ich so klein? Was ist das? Hallo? Wo bin ich denn hier? Und warum bin ich so tief? Access Point, okay. Scan. Na gut, dann gehen wir mal zum Scan. Was ist denn hier? Also Backrooms. Backrooms hat ja seine eigene, ach du heilige Geschichte, irgendwie. Und ihr weißt, der Stevie hat ja mal Backrooms bei uns gespielt auf unserem Kanal, ne? Er hat ja schon mal eine Folge irgendwie rausgebrezelt. Und wir gucken heute mal hier in die Demo rein, um zu schauen, wie sich, Alter, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Aber irgendwie, ach, hier geht's auch noch rein. Find the white button around the computers to open the door. Ah, also da hinten, oder was? Also ich gehe jetzt nicht von aus, dass wir hier... Okay, hier kommen wir nicht hin. Okay, dann müssen wir wieder zurück zum Computer. Alter, der atmet aber auch schwer. Ich meine, okay, wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir haben ja eine volle Montur an. Und hier soll irgendwo ein White Button sein. Ist das zufällig dieser große White Button? Es ist dieser große White Button. Und jetzt kann ich zurück zur Tür? Ach du Scheiße. Okay, und auf geht's. In die Backrooms. Okay. Mal gucken, ob wir hier den Weg rausfinden. Also grafisch. Ach, das Spiel hat schon eine Menge. Was passiert? Loading? Okay, jetzt bin ich in den Backrooms nochmal aufgewacht. Bin ich jetzt nochmal hingefallen? Was ist passiert? Okay, ich bin jetzt irgendwo um nirgendwo. Work in progress. This is a showcase demo. You can experience very rough preview of the game. But keep in mind, this is a very early stage of the game. Okay, werden wir mit... Diddeln? Soll uns das jetzt mal was sagen? Ich würde mich mal von diesen Dingern fernhalten. Left. Okay. Also wir folgen jetzt mal den Hinweisen. Ich weiß nur nicht, ob das so clever ist, dass wir den Hinweisen folgen. Okay, wir haben eine Flashlight. Wir haben hier eine Leiter. Kann ich die mitnehmen? Geht das? Kann ich die... Oder? Hier war... Da ist doch gerade was. Kann ich das... Kann ich die aufnehmen? Kann ich die da hinstellen? Kann ich da durchklettern? Nein, kann ich nicht. Okay. Alter, ich und meine Orientierung, das wird ja... Das wird pain in the ass, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Okay, ich bin tot, weil ich in ein Loch gefallen bin. Everyone died. Ja. Das war ein sehr gutes Playthrough. Wir sind jetzt komplett woanders. I don't know. Okay. Also, wir sind gestorben und wir sind jetzt am Arsch der Welt. Ich weiß nicht, ob wir diesen Geräuschen folgen sollen. Ich würde sagen, nein. Vielleicht doch. I don't know. Oh Gott, das ist so ein Labyrinth. Also wie gesagt, Stevie und ich, ne, wir sind ja beide nicht so die perfekten Leute, die sich Wege merken können. Wir sind meistens aufgeschmissen, wenn wir nicht zu zweit sind. Und wie wir sehen, sind wir heute nicht zu zweit. So. No escape-o. Ja. Ist denn dann hier falsch?
Scheiße. Also, ne, wir wissen ja, wie gesagt, wir wissen alle, wir, Stevie und ich, wir sind Orientierungs-Legastheniker. Da war gerade was. Es läuft aber in die andere Richtung. Muss ich dem jetzt folgen oder soll ich lieber weggehen? Ich weiß halt nicht. Also ich würde dem erstmal noch ein bisschen weggehen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass wir denen vielleicht nicht folgen sollen. I don't know. Und überall stehen hier irgendwelche kryptischen Sachen drin, die man nicht lesen kann. Das ist unglaublich. The end is... is here? Okay. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen straight weiter. I don't know. Wir laufen mal. La 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 la. Find all levers to open the door. Jawoll, jetzt müssen wir alle Schalter finden. Na, wunderbar. Das wird awesome. Nicht. Da hinten war er. Ich hoffe, dass er jetzt hier nicht wirklich weiter da ist. So, wir gehen mal hier rein. In der Hoffnung, dass wir... Help us. Aha. Gibt's denn hier noch irgendwie... Sachen? The end is here. Okay, also wir haben schon mal die Tür gefunden. Nice. So, wir werden uns 0,0 merken können, dass die Tür hier ist. Okay, hier geht's nochmal runter. Und wie viele Schalter müssen wir betätigen? Ne? Also 2, 5, 7, 8, 200? I don't know. Also wir müssen uns merken, da wo Left steht, müssen wir irgendwie in die Richtung. So, hier ist nix, ne? Also hier ist... Doch, hier ist noch ein Schalter. So, das war jetzt der zweite. Nice! Wo ist denn der dritte? Also ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie viele Schalter wir finden müssen, aber wir müssen auf jeden Fall die Schalter finden. Was? Und da ist jetzt die große Frage der Fragen. Wo sind überall diese Schalter? Und gibt es eventuell noch weitere Hinweise? Boah, ich bin jetzt schon aufgeschmissen, ne? Okay, warte, hier haben wir wieder so ein... Zwirbler. Aber hier ist kein Schalter. So, wir müssen natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass wir nicht in unten ein Loch fallen. Okay, vielleicht war das nicht hier der richtige Weg. Nein, 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 nein. Hör auf zu zoomen. Ich will nicht zoomen. I don't like. So, hier ist auch kein Schalter. Schade. Und hier ist auch kein Schalter. Und hier geht's aber weiter, okay. Vielleicht müssen wir ja doch wieder Richtung dem fiesen... na, ihr wisst schon, ne? Dem schwarzen Mannequin hinterher. No escape. Okay, hier waren wir schon. Hier war das mit dem Left, ne? Gleich... Genau, hier waren wir bei dem. Hier haben wir den Schalter. Der ist auch noch unten. Okay, cool. Cool, 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 cool. So, hier ist der Ausgang. Thank you.
Vergess, wir sind weg. Und hier ist noch ein Schalter. Okay, okay. Kann ich jetzt diese Leiter nehmen? Nein. Tür offen, ja, die Tür ist offen, ja. Ja! Ja! Oh! Oh! Oh, wir haben den Ausgang gefunden, oder was? Jetzt schon? Nee, oder? Also, wir müssen wahrscheinlich noch weitere Ausgänge finden. Thank you for playing with this demo. Okay. Wir haben es geschafft. Mehr Lucky als alles andere, aber hey. Ich nimm's mit. Und kann ich hier aufstehen? Ne? Gut. Ja, Leute, wenn euch die kleine Demo und dieser kleine Einblick gefallen hat, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Lasst uns auch gerne wissen, ob wir das ganze Game für euch spielen sollen, wenn das Game rauskommt. Gegebenenfalls auch zu zweit, weil es lässt sich ja im Koop wahrscheinlich spielen. Und ansonsten, danke fürs Einschalten und wir sehen uns bei einem nächsten kleinen Let's Play wieder bei uns auf unserem Kanal. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!